So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Wir machen heute weiter. Aber vorher gucken wir uns mal uns, was aus der Nachricht rauskommt. Aus der Nachricht rauskommt. Kann doch nur RMB sein. Nee, da sitzt Decker. So, also Fakt ist, dass Perry definitiv Stammspieler sein wird jetzt. Erstmal wieder. Solange Albiol nicht fit ist. Deswegen genau diese auf diese Änderungen. Nächster Gegner, wie gesagt, ist der SSC Neapel. Heute wieder um 14 Uhr. Klar. Es ist wieder Champions League Zeit. Und jetzt heißt es erstmal Neapel. Das ist Klefisch. Der wechselt in die Türkei für 2 Jahre. 100%. Ja. So, auf geht's. Ins Bild. Wie gesagt, jetzt haben wir erstmal Neapel, Freiburg, Darmstadt-Pokal. Und dann weiß ich nicht gerade, ob das weiter, ob es dann schon wieder ins nächste Match geht. So. Gut, ich gehe mal rein ins Match. So, auf geht's. Champions League Zeit. Dritter Spiel heute. In meiner auf dieser Aufnahmesession. Willkommen zu diesem Spiel heute Abend, liebe Zuschauer. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Wolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie zu Hause kommentieren. Heute erwartet uns ein Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Das dürfte eine richtig gute Partie werden. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte, von daher dürfte es interessant werden. Klar, wenn du heute gewinnst, wie gesagt, je nachdem wie Real gegen Feyenoord spielt, kann das heute schon ein Riesenschritt Richtung Platz 2 werden. Vor allem, wenn du im nächsten Spiel auswärts in Neapel hast, dann. Also es kann heute ein vorentscheidendes Spiel sein. Neapel hat das erste Spiel gegen Real verloren, gab ziemlich deutlich 3-0 oder so, oder. Den 2-0 haben sie verloren, wenn man hinspielt. Doch, 2-0, ja klar, haben sie ja. Weil der Gruppenerster war, genau. 2-0 haben sie gegen Real verloren. Gegen Feyenoord unentschieden gespielt. Und jetzt treffen wir aufeinander. Wie gesagt, sollte das heute mit dem Sieg was werden, wären wir erstmal sicher Zweiter. Da sehen wir die Aufstellung. So spielt der Gastgeber heute. Schauen wir uns kurz ihre Wir können jetzt Formation eventuell an. schon im Da nächsten sehen wir Spiel ein den weit 4-4-2 kommen heute mit klar einer machen. Raute im Mittelfeld. Hinten sichert ein Defensiver ab und vorne der Mann soll die Stürmer einsetzen. Genau, so ist es. Ja, wieder ein Wechsel gegenüber der Startelf in der letzten Partie, nämlich Kick Piri darf heute von Beginn an ran für den völlig überforderten RMB. Der gegen RB sehr, sehr schwer als Start einer Viertelstunde ein Tor verursacht, den Elfmeter verursacht hat und dann ausgewechselt wurde. Danach ging das Ding auf einmal Hier besser ist die und Aufstellung. So gehen die Bayreuth Gäste gewann 4 heute zu in die 3 in Partie. Leipzig. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Kepa, Szoboszlai, Medja. Naja, egal, wieder auf Damit den kann es Gegner losgehen. umpfiffen. Hier Auf in geht's diesem ins Match Gruppenspiel der gegen den UEFA Champions League. Die SSC ersten 45 Neapel. Minuten. Italien momentan das Team der Stunde. Jetzt letztes Mal gegen Frankfurt gewonnen. Und jetzt zu Gast hier in der bayerischen Provinz. Schildero. Mit der ersten guten Sie verlieren hier den Ball. Situation. Abrador.
Für mich waren die Gäste Favorit in dieser Gruppe, nur leider können sie das überhaupt nicht zeigen. Und das Schlimme ist, ich glaube, die wissen wirklich selbst nicht, woran es liegt. Und nun ein Schuss. Schwacher Abschluss, überhaupt nicht gefährlich. Ja. Ja, genau, genau das ist richtig, Rote. Deswegen spielt er auch für Stafelidis. Und Rossi verhindert, dass Rote reinziehen kann. Wenn der nämlich reinziehen und frei spielen kann, kann das für Neapel auch ungemütlich werden. Ist es aber nicht, damit bleibt das weiter. Wie gesagt, wir haben vielleicht den Druck, weiterzukommen. Und mit dem Sieg abseits, oder? Nee, Metscher. 1-0, Neapel. Und das ist Champions League. Plötzlich hat Napoli Platz 2 drin. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Meiner Meinung nach war es vielleicht sogar abseits, aber nach dem Real für mich ist das nicht so ganz. Dann muss ich mir das nochmal angucken. Aber egal, alles gut, wir müssen mit leben. Neapel, Napoli, wie auch immer, führt. Und Stürmer! Kepa! Da hätten wir fast den Treffer aus kürzester Distanz gehabt. Ja, schade. Wie wird er entscheiden? Für? Okay. Hat ihn. Sie stören früh, da ist der Ball. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Norbert! Ich würde mich bei ihm bedanken. Mit vollem Einsatz macht er das. Den hat er. Muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht noch was von. Ach, bitte nicht schon wieder eine Verletzung. Ah, jetzt muss Perry vom Feld, der eigentlich dafür geplant war, in der Startformation ein bisschen Sicherheit zu sorgen. Und es wird jetzt Arembi gleich kommen müssen. So, Ecke kommt. Er pfeift. Und es gibt Elfmeter. Ey, das war Kopfball, das ist doch nichts gewesen, Chiri. Wir gegen Real, jetzt muss ich gerade kurz drauf gucken. Okay. So, jetzt können Sie die Führung aufbauen. Nixer! Gehalten vom Tor. Ja, klar, ein bisschen Glück gehört da auch dazu. Bei ihm zeichnet sich natürlich eine tolle Karriere. 100 Siege hat er nun schon. Eine... Moment, jetzt können es gleich klappen. Und! Da ja! Und Sie haben den Ausgleich. Aus dem Elfmeter für Napoli die Riesenchance auf 2-0. Sagt Novoa, jo, 27. 1-1. So kann man kontern, so geht's einfach. Zack, 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 Sterner, Novoa. Ab mit den Kinnack mit dem Ding. Die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Nix zu halten für den Keeper, den hat er ganz schön leicht angehoben und dann haut er das Ding um rein. Sie haben also 27. 1-1. Plötzlich ist Novoa wieder voll der Mann der Stunde und plötzlich führt Aubameyang. Ja, diesmal nicht da. Ja, ihre. Jetzt können Sie gleich rüber. Den Ball einwerfen. Sambo Anguissa. Das könnte eine Gelegenheit werden. Piotr Zielinski. Zielinski, abseits, oder? Jetzt der Schuss. Nee. Wichtig, dass er da. Ecke. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin. So, jetzt bitte kein. Weiteren Elfmeter. Also Noppert hat jetzt zwei in Folge gehalten, hat gegen tolles Spiel. Rossi. Auch das wieder ein richtig schönes Tor. Sie holen sich die Führung zurück. Das darf auch nicht passieren. Ich sagte gerade, der Noppert, der in der zweiten Folge gehalten hat, gegen Herbert den Elfer geholt. Heute wieder einen. Und dann fängst du dir nach der Ecke. Ist der Eckball. Und dann ist er stark. Unwiderstehlich. Rossi setzt sich durch gegen mehr oder weniger einen Schirmer, der ganz schwache Zweig gefallen. Beim letzten Spiel schon so ein bisschen aktuell aufgefallen war. Jetzt also 2-1.
Schiri! Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb. Ey, meine Fresse, ey. Schon jetzt. Ich hoffe nicht, dass schon wieder einer verletzt ausfällt. Zielinski. Ja, die gelbe ist überflüssig. Ist natürlich dabei. Sterner. Dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Fischer. Fischer. Ja, Fischer. Jetzt kann er es machen. Eine starke Parade. Eckloff. Einwurf jetzt. Fast der Ausgleich. Da muss der Keeper schon alles aufbieten, um die knappe Führung zu verteidigen. Aber es riecht nach Tor. Es roch nach Tor, ja. Und er gewinnt den Zweikampf. Klasse Zuspiel. Oh, der warum gehst du nicht hin? Warum gehst du gar nicht hin? Der Tor ist weg vom Feld. Du hast die Chance. Oh, die musst du nutzen. Chelsea gegen Kopenhagen 0-1 hinten. Oh, das ist aber unwichtig für uns, ey. So, liebe Zuschauer, viel Spaß mit der zweiten Spielhälfte. Wir steigen nach der Pause wieder ein in dieses Gruppenspiel. Ah, das ist Champions League, liebe Leute. Sieht momentan tatsächlich nach Richtung Platz 3 aus, aber dazu müssen wir halt Fenerbahce im nächsten Spiel auch noch, also im nächsten. Und sie dürfen heute nicht gegen Real gewinnen. Aubameyang. Das ist jetzt eine Chance. Szene geht weiter. Nein! Eckloff! Da passt der Klasse auf. Die Fans geben alles, die wollen den Ausgang. Ecke kommt in den 16er. Ball ist beim Gegner. Sinisterra. Sambo Anguisa. Zielinski. Lukas Meja. Chance zum Konter jetzt. Happy. Aber wir sehen's. Ballverlust. Ah, der ist weg erstmal. Den Ball hat er. Ganz souverän. Sehr gut. Sie haben da Platz auf dem Flügel. Keine Gefahr. Die Flanke wird abgeblockt. Sie werden hier wechseln. Ecke. Okay, ich dachte, die vielleicht pfeift er noch irgendwie was Elfmetriges. Tömert. Da kommt die Flanke. Abseits. Abseits. Ein Punkt wäre toll. Um den Platz vor Neapel zu verteidigen. Wäre sehr. Zielinski. Sehr. Schönes gut. Hohes Zuspiel jetzt. Erstmal Matcher, der sich aber durchsetzen kann. Gehalten, aber die Chance ist noch nicht vorbei. Da scheitern sie am Keeper. War eigentlich eine gute Gelegenheit, aber das war stark gemacht. Schön dazwischen gegangen. Ricardo Pereira. Sie lassen den Ball gut laufen. Schömert, wieder nix schöne da. Aktion. Ja, und so geht's natürlich nicht. Nee, es haben 20 Minuten vielleicht doch. Jetzt irgendwie einen Ausgleich irgendwie mit reinhauen. Es wird jetzt hier gewechselt. Da haben sie jetzt einige Optionen. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Ricardo Pereira. Ach komm, da war noch nichts. Ah ja, halt doch den Fuß länger drauf, ey. Klar, sie. Das war's. 1 zu 3. Wieder nicht gut verteidigt da hinten. Eigentlich eine Situation, die überhaupt nicht gefährlich war. Der lange Ball nach außen. Ja, das ist halt Champions League. Das ist Neapel. Wie gesagt, das erste Spiel nur gegen Real kann man verlieren. Jetzt also 3 zu 1. Das Dribbling nach innen.
Flanke jetzt auf Aubameyang. Aber was Zählbares kommt am Ende dann doch nicht heraus. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Es ist halt arschbitter. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Fischer nochmal, vielleicht. Kotter auf Jonas Sterner, der sehr viel ackert. Ist das der Anschlusstreffer? Und plötzlich steht er 5 Minuten nochmal 2 zu 3. Vielleicht nochmal. Novoa, Doppelpack. Das machen sie gut. Nutzen. Novoa Doppelpark, vielleicht gibt es da noch mal was. Deswegen werde ich jetzt natürlich noch mal durchwechseln müssen. Sterner muss jetzt auf jeden Fall raus, klar. Aubameyang vielleicht noch mal raus. Andrade kann auf die 6. Ja, ich muss ja schon in der ersten Halbzeit wechseln. Das ist das Problem. Mit Pirida, der nächste Verteidiger, weggebrochen. Moment, die eine Chance, die sie haben. Vorher nichts zu sehen. Hier sehen wir es in der Wiederholung. Das ist gut gemacht. Sehr entschlossen. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Ulrich, ah, zu schwach. Holt sich dir gut den Ball. Pereira. Er entscheidet schnell und richtig. Er gibt Vorteil. Muss Abschluss geben. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Rote. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Moukoko. Moukoko und Kevin Andrade. Noch den Ausgleich packen. Nee. 2 zu 3, die Heimniederlage gegen Neapel. Die Gastgeber sind der Verlierer dieses Spiels. Manchmal entscheiden Kleinigkeiten über den Ausgang so eines Spiels. Das war auch heute der Fall. Eine denkbar knappe Niederlage also am Ende. Und das ärgert sie. Das ist nicht zu übersehen. Hier war mehr drin und sie hätten natürlich auch gerne mehr geholt. Absolut überzeugend seine heutige Da kommt der Pass. Ach Mann, ist das bitter. Ja, das war wichtig, diesen Sieg für Neapel. Klar, die sind wieder komplett drin in der Partie. Wir verlieren die Dings. Eine wichtige Partie, Platz 2 vielleicht. Na gut. Nächster Gegner ist Freiburg. Wir wollen noch kurz auf die Links gucken. So. Ja, es ist bitter jetzt halt. Gut, nächste Partie ist der SC Freiburg und da wollen wir natürlich den nächsten, einen weiteren Sieg holen.